An die Maskenpflicht haben wir uns gewöhnt, aber es gibt Flugzeuge, da gilt sie nicht. Und da rede ich vom A350 Regierungsflieger. Eurowings feiert die Rückkehr der Geschäftsreisenden. Dann haben wir heute für euch einen Deal in der Premium Economy von Berlin zum Beispiel nach Nordamerika. Preis sensationell. Und 30% Rabatt auf World of Hyatt. Und wir gehen nochmal auf Hilton ein und den Diamond, den man verschenken kann, wenn man genug Nächte hat. Mein Name ist Lars, ich bin hier, um euch mehr Meilen, mehr Punkte und vor allem mehr Status zu bringen. Das Thema, was mich so ein bisschen aufregt heute, ist die Maskenpflicht bzw. die fehlende Maskenpflicht im Regierungsflieger. Olaf Scholz auf dem Weg nach Kanada mit seinem Vize Robert Habeck und beide suchen irgendwie Gas, so wenn man der Presse glauben darf. Komischerweise, obwohl sie im selben Flugzeug sind und auf demselben Flugplatz zur selben Zeit gelandet sind, würden sie auch nicht zusammen gesehen. Was auch nicht gesehen wird, ist die Maskenpflicht. Und wenn man sich die Aufnahmen an Bord des Regierungsfliegers anschaut, dann ist dort die Maskenpflicht vergessen oder einfach aufgehoben worden. Und nicht nur Habeck, sondern auch zahlreiche Journalistinnen und Journalisten haben keine Maske. Nach Angaben der Bundesregierung, und jetzt festhalten, Freunde der gepflegten Vielfliegerkunst, verstößt das aber nicht gegen die Regeln für den Flug mit der Bundeswehr Luftwaffe. Warum? Auf den Flügen der Luftwaffe gibt es keine Maskenpflicht. Alle Teilnehmer der Reise müssen vor Antritt einen aktuellen negativen PCR-Test vorlegen, damit ein hohes Schutzniveau gewährleistet ist. Was sagt der Regierungssprecher auf die Anfrage der dpa? Also ich finde das sehr, sehr merkwürdig. Und war das ein 43er? War kein 350er. Mensch, das Titelbild war falsch. Also ehrlicherweise, ob 340er oder 350 war, ist ja auch Wumpe, da es ja im Moment wirklich darum geht, dass auf dem Flug von Berlin ins kanadische Montreal mehr als 80 Passagiere, darunter 25 Medienvertreter, Fotos und ein ARD-Video zeigen, dass der Wirtschaftsminister Habeck und Journalisten wirklich dicht beieinander sind, ohne den Mund-Nasen-Schutz. Und Voraussetzung war halt dieser PCR-Test negativ. Und jetzt kommt natürlich der lustige Armin, der auch da negative Erfahrungen gemacht hat. Ich glaube, das war ein Eurowings-Flug, wo er in Kritik geraten ist, ohne Maske zu fliegen. Man hatte halt gesagt, dass er die AHA-Regeln eingehalten hat, weil er das gerade zum Trinken, Essen oder sonst was runtergenommen hat. Okay. Aber er hat das halt einfach gesagt und über zwar unsinnige, aber geltende Gesetze hinwegzusetzen. Und Lufthansa darf natürlich nicht fehlen. Und da hat die Lufthansa im Twitter-Thread sich zu Wort gemeldet. Ein negativer PCR-Test befreit nicht vom Tragen einer Maske. Und wenn man dem AfD-Fraktionschef Georg Pazderki kritisiert auf Twitter, warum müssen eigentlich alle Fluggäste, die von und nach und in Deutschland fliegen, Masken tragen, aber Marie-Antoinette Habeck nicht? Ja, halt AfD-like. Wobei, ich muss ganz ehrlich sagen, Lufthansa hat eine Maskenpflicht, alle anderen haben sie nicht. Ich habe keine andere fucking Airline gehabt, wo ich eine Maske tragen muss. Ich glaube, bei United oder sowas muss man die auch tragen, auf den Flügen nach Deutschland. Aber Air Baltic enforced nicht, Finnair enforced nicht, SAS enforced nicht, keiner, nur Lufthansa. Wobei da ja auch auf die Crew es ankommt, ob sie es enforcen oder nicht. Warum? Ganz einfach, je nachdem, wie sie Bock haben. Eigentlich offiziell von Lufthansa wird es nicht mehr enforced. Und ich muss ganz ehrlich sagen, auch in der Bahn oder sowas, ich bin manchmal froh, wenn ich die Maske trage, aber manchmal auch einfach nicht. Gucken wir uns das Ganze einmal an. In Berlin, wenn ich mit der Maske unterwegs war, was halt gefühlt auf dem Weg zum Flughafen auch nur so von 50-60% gemacht worden ist, ist es so, bei der Hitze gehst du unter der Maske kaputt. Das ist einfach das Thema. Und das andere ist, warum muss ich in einem ICE, wenn ich in einem Abteil alleine sitze, aber hey, was wollen wir über wieder Sonderfälle reden? Nichtsdestotrotz Marie-Antoinette Habeck fand ich lustig. Der Chefredakteur, der Stellvertretende des Portals The Pioneer, Gordon Repinski, schrieb auf Twitter, er halte das Ansteckungsrisiko auf einem Flug, vor allem, wo alle Insassen, wichtig, alle Insassen, nicht Passagiere PCR getestet worden sind, für minimal.
sieht es trotzdem blöd aus, wenn solche Bilder öffentlich werden. Total. Es ist ein Beispiel mehr dafür, wie ein Flickenteppich an Regeln nur Vertrauen zerstört. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich empfinde diesen Sinn und den Unsinn im Moment der Maske nicht mehr nachvollziehbar. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, an dieser Stelle der gepflegten Vielfliegerkunst, ich glaube einfach, es ist Zeit gekommen, dass man die Maske wirklich an jedem Ort dort trägt, wo man sie tragen möchte. Und wer sie nicht tragen möchte, soll es einfach lassen. Ist einfach so. Und man muss halt die Sache neu evaluieren, wenn die Zahlen hochgehen. Aber im Moment sehe ich in keinem Land, was um Deutschland herum keine Maskenpflicht mehr hat, auch nicht auf dem öffentlichen Nahverkehr oder sonst wo, dass da irgendetwas anders ist als in Deutschland. Es ist einfach nur eine Art Selbstkasteiung. Das gesagt, das Video heute kommt etwas früher, damit ihr euch vielleicht heute Abend an der Diskussion beteiligt. Ich werde so versuchen, gegen 19 Uhr in dem Vielflieger-Stammtisch online zu gehen. Eventuell werde ich das auch auf andere Gruppen ausdehnen, aber erstmal Vielflieger-Stammtisch, um es zu testen. Und dann werden wir das Ganze eventuell auch noch auf YouTube ausweiten als live. Vielleicht wird es regelmäßig, wenn ihr euch beteiligt. Ihr könnt euch auch per Skype dazuschalten. Ganz wichtig. Ich werde da noch eine Lösung für finden. Ja, nächstes Thema, bevor ich mich weiter aufrege. Und das ist doch mal ein schönes Thema, wenn Eurowings zufrieden ist. Eurowings sieht eine starke Nachfragesteigerung bei Geschäftsreisenden. Und deshalb hat man ab September 30% mehr Flüge im Programm, wenn man es mit dem Vorjahr vergleicht, also die Lufthansa-Tochter. Ich weiß, Leute, ihr sagt natürlich, hey, wenn ich Lufthansa fliege, fliege ich Lufthansa und nicht Eurowings. Aber es geht nun mal teilweise nicht anders. Und Jens Bischoff sagte, auch wenn wir das Vor-Corona-Niveau noch nicht ganz erreicht haben, zeigen uns die Buchungseingänge klar die fortschreitende Normalisierung auch in diesem Segment. Die Prozesse am Boden und in der Luft haben sich in den vergangenen Wochen auch normalisiert. Wir haben heute die ersten Bilder aus Hamburg bekommen, in der Gruppe ja gepostet, wo man die Fastlane gesehen hat. Und Eurowings hat eine 99-prozentige Zuverlässigkeit. Carsten Spohr hat am Kapitalmarkt erst kürzlich gesagt, dass man die Geschäftsreisen zurück erwartet und die Lieferkette ist schuld. Warum? Weil die Lieferketten unterbrochen sind und viele sind dann auf dem Weg nach Asien. Ich hatte gestern noch einen Call, wie man sagt, hey, wir müssen für Sonnenpaneele zu unserem Kunden nach Asien, jetzt nicht unbedingt sofort, aber so schnell wie möglich, wenn es möglich ist. Nichtsdestotrotz, was soll ich euch noch sagen? Gute Sache. Punkte kaufen bei Hyatt, irgendwie ist das gefühlt eine Aktion, wo jeder jetzt Punkte verkauft. Und World of Hyatt hat jetzt die Aktion, dass man bis zum 30. September mit 30% Rabatt kaufen kann. Und man kann 55.000 Punkte pro Kalenderjahr kaufen oder 55.000 Kalender pro Jahr oder so. Aber auf jeden Fall ist es so, dass es verschiedene Operationen dieses Jahr gab. Und das Maximum ist 40%, wir jetzt bei 30%. Wer noch ein bisschen Zeit hat, kann das natürlich machen. Wenn wir uns das Ganze angucken, sieht man das Ganze, dass es anfängt bei 5.000 Punkten, die dann $84 kosten anstatt 120. Und es macht halt wirklich auch nur Sinn, wenn man es auf Properties nimmt, die relativ teuer sind oder relativ billig. Ansonsten lohnt sich das nicht. Und wer halt noch warten kann, soll auf die 40% warten. Und man kann halt, wie gesagt, maximal 55.000 Punkte kaufen. Was soll man noch sagen? Ich denke, wir gehen zu Hilton. Hilton, Diamond-Status. Ihr wisst ja, dass das Programm ja 2018 geändert worden ist. Und da gab es dann die Möglichkeit, dass man je nach Punkte, Threshold, Gold- und Diamond-Status aufgrund der Nächte, die man erschlafen hat, vergeben kann. Und man hat die Requirements, also die Punkte, die man braucht, um den Status zu vergeben, gesenkt, also die Übernachtung. Und das ist insofern sehr gut, wenn man sich das anguckt. Normalerweise sind es 60 Nächte, um den Goldstatus zu vergeben. Diesmal sind es nur 40 in 2022 und 70 anstatt 100 für den Diamond-Status. Wie geht es? Ganz einfach. Wenn man den Diamond-Status vergeben will, gibt es einen individuellen Code.
Dann muss der Freund eine gewisse Webseite besuchen. Da gibt man den ein in den Account und dann kriegt man den Status für 365 Tage. Und man muss halt diesen Code, der gegeben ist, ich möchte ihn jetzt nicht nennen, weil sonst nimmt ihn jemand, ist es so, dass man den dann bekommt. Ich finde es in Ordnung, dass man das reduziert hat. Ich finde es auch eine gute Idee, dass man den Status vergibt. Warum? Ganz einfach, weil man, wir erinnern uns ja an den Royal Ambassador, da konnte man ja auch einen Royal Ambassador vergeben. Und es gab ja auch den alten Trick, dass der Royal Ambassador vergeben worden ist und dann hat man einfach den bekommen, hat nochmal einen vergeben können. Also im Prinzip so ein Kreislauf des Todes gehabt. Das haben sie dann geändert, weil sie dann festgestellt haben, das war nicht im Sinne des Erfinders, das war wohl ein Fehler. Aber nichtsdestotrotz, man muss halt gucken, dass man die Nächte, wenn man den 40 und 70 Nächte bekommt, dass man sich dann meldet beim Kundenservice, falls das nicht automatisiert passiert. Das hat es auch schon gegeben. Nochmal zum Zurück. Also ich finde es gut, dass man anderen Leuten den vergeben kann, ob es in der Familie ist, im Freundeskreis. Macht ja auch den Status dann begehrlich für die anderen, wenn sie ihn einmal gehabt haben. Jetzt kommen wir zum DealZone Deal heute. Und ihr seid gespannt, was der Preis ist. 650 Euro für einen Returnflug mit der Lufthansa-Gruppe. Das heißt also entweder mit der Brussels Austrian Lufthansa in der Premium Eco für 650 Euro von Berlin nach New York. Was sollte man zu dem Deal sagen? Ganz wichtig ist einfach, dass ihr den Deal relativ schnell buchen solltet. Es sind keine Einschränkungen bekannt und es ist in der Buchungsklasse N. Jetzt fragt ihr natürlich Buchungsklasse N, was gibt das? Buchungsklasse N gibt Meilen natürlich. Und wenn wir uns das Ganze angucken, gibt es die meisten Meilen bei den Türken mit 10.902. 9.656 sind bei der SAS drin. Bei der Lufthansa gibt es etwas weniger. 9.456 kommt natürlich noch zuzüglich der 25% Executive Bonus, wenn ihr einen FTL oder einen Senator habt. Und ganz, ganz wichtig, 50% gibt es immer noch. Ja. Denkt aber dran, dass die 50% nur bis zum 31.12. diesen Jahres gelten. Und den Warnung und den Disclaimer heute muss ich an Air China geben, weil die 0 Punkte bekommen. Was ist eigentlich hier mit meinen Freunden von Air New Zealand? Air New Zealand. Die sind gar nicht auf der Liste drauf. Also können wir die Sendung heute auch beenden. Danke, dass ihr heute dabei wart. Prophylaktisch sage ich trotzdem, Air New Zealand, 0 Punkte. Danke, dass ihr heute dabei wart für Frequent Traveler TV Takeoff und der wunderbaren Show. Wenn ihr morgen wieder mehr Meilen, mehr Punkte und mehr Status haben wollt, dann vergesst nicht einzuloggen, euch anzumelden, zu subscriben, aber auch den Notification-Knopf zu drücken, die Glocke anzumachen, unten zu kommentieren und ein Like dazulassen. Danke dafür und waren ja kurze, schmerzlose Sendungen. Also, bis dann. Ciao.